Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und gestern ging es ja um einen Film, der 2008 gedreht wurde und jetzt erst in den Verkauf kommt, was ja oft sehr merkwürdig ist, aber manchmal dauert der Weg wirklich lange, bis ein Film letztendlich den Weg ans Tageslicht findet und heute ist das noch viel extremer und zwar geht es um einen Film mit Tom Hardy in der Hauptrolle, der schon 2002 gedreht wurde und tatsächlich jetzt erst im Dezember 2012 in den Verkauf gekommen ist und damit geht es um Deserter. Deserter ist, wie eingehend erwähnt, aus dem Jahr 2002 und geht 87 Minuten. Erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Simon Murray, er ist Brite, der sich aber nach einigen Verfehlungen und auf dem Weg in eine andere Welt, er möchte abschließen mit einer Geschichte, die er persönlich erlebt hat und sich auf neue Gefilde wagen, in die französische Fremdenlegion wagt. Diese Legion, die einem so ein wenig mit einem romantischen und gleichzeitig kämpferischen Ruf versehen ist, eine der härtesten Truppen der Welt, mit einer der härtesten Grundausbildungen und gleichzeitig Straftaten in der Vergangenheit vergibt, denn dort kann man sich, so zumindest Gerüchte melden, wenn man ein neues Leben anfangen will, in einem neuen Sinn- und zweckdienlichen Antreiben für Frankreich letztendlich. Ja, eine sehr sagenumwobene Truppe und genau dort schlägt es eben Simon Murray hin und dieser Film, Deserter, beziehungsweise dieser Film begleitet die Ausbildung dieses Mannes, seine romantischen Träume, das, wofür er kämpft, das Herz, was für Frankreich auf einmal anfängt für ihn zu schlagen und vor allem auch, was passiert, als Frankreich beschließt, denn er ist in Algerien eingesetzt, eben Algerien in die Freiheit zu entlassen, was dort für einen Riss durch die eigenen Reihen schlägt, für diejenigen, die für Unabhängigkeit und Freiheit Verstand und Respekt haben und für andere, die aber sagen, nein, ich diene Frankreich und für dieses Land werde ich alles tun und wie sehr einstige Kameradschaften sich entzweien können, ist hier letztendlich so der große Tenor, um den es gehen soll in diesem Film und der ist eigentlich auch ganz ordentlich umgesetzt, was unter anderem an Tom Hardy liegt, der das wirklich gut spielt, aber auch an Paul Fox an seiner Seite, beide zusammen, haben ja eine sehr interessante Chemie, nur was bei diesem Film mich ein wenig stört, so der gesamte Look und der Erzählrhythmus erinnert irgendwie mehr an einen Fernsehfilm als an einen großen Kinofilm. Irgendwie ist alles etwas klein gehalten. Ich habe jetzt keine genauen Infos, wie gering das Budget zu dem Film war, aber es wirkt alles so ein wenig gewollt und nicht ganz gekonnt, was so ein wenig schade ist, denn mehr wäre drin gewesen und hier sieht man Tom Hardy schon an, dass er später ein großartiger Schauspieler wird. Er steckt hier noch so ein wenig mehr in Anführungszeichen in den Kinderschuhen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Abwechslung für alle großen Tom Hardy-Fans vielleicht ein Muss. Und der Film ist ja bei mir noch, könnt ihr bei der Verlosung, nee, jetzt ist ja leider um 15 Uhr zu Ende gegangen, ich hätte hier Schwachsinn, hättet ihr mitmachen können. Am Wochenende habe ich den Film 10-mal in die Verlosung reingegeben. 5-mal Blu-ray, 5-mal DVD. Und ist genau für die Fans vielleicht genau das Richtige. Ansonsten kann man sich an diese Optik Algerien und an Wüste, trockenes Klima und an diesen fast schon maurischen und orientalischen Stil der Gebäude satt sehen. Das macht wirklich großen Spaß. Und vor allem hat man jetzt so typische Armeefilme oder Filme, wo es um die Psychologie auch von Soldaten gibt, jetzt nicht mehr jeden Tag. Es gab ja so eine Zeit lang vor 5 oder 10 Jahren, wo so eine Filme alle paar Monate rauskamen. Jetzt ist das vielleicht eine interessante Abwechslung und deswegen vielleicht für den einen oder anderen der richtige Griff, aber ein Film, der auch kein Muss ist. Es ist wieder mal so eine Grauzonennummer, die neu rauskommt. Das kann man ihm jetzt nicht verwerfen. Ich habe das Gefühl, dass der Film versucht, aus wenig finanziellen Mitteln viel zu machen und damit geht er für mich okay. Erzählt eine interessante Geschichte, die ich aber nicht 2 oder 3 Mal sehen muss und damit bekommt er von mir als, ja, was soll es sein, vielleicht kleiner Antikriegsfilm, ordentliche 5 von 10 möglichen Punkten und die bekommt er auch insgesamt. Alles in Ordnung, gehe ich vollkommen vor mit dem Streifen. Es ist manchmal einfach schwer zu sagen, was ist wirklich schlecht und was ist wirklich gut. Manchmal ist eben alles nur okay und da muss man nichts erfinden. So ist es und so bleibt es. Okay, Freunde, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Nachher folgt noch ein Trailer-Check und ich muss mich noch ein wenig genesen. Ich bin noch nicht wieder ganz unerkältet und deswegen sage ich erstmal Tschüss und morgen um 15 Uhr gibt es natürlich ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.